Naja, deswegen bauen wir sie ja weiter. Oh, fuck. Oh ja, siehst du, so geht's auch. Ja. Wenn man mit der Arbeit fertig ist. Dann rutscht man runter. Oh. Schön. Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. So, wo sagt gerade, hier sind Babys. Ja. Aber doch nicht hier bei uns. Ziemlich. Doch, hier, gräbeln sie rum. Wie, bei uns zu Hause? Ja, hier am Berg. Zwei habe ich schon. Weg. Alter, nee. Doch, die sind. Die folgen uns doch nicht bis hierhin. Doch, sieht so aus. Wir haben die Dose der Pandora eröffnet. Mit der Höhle. Wie fett die sind. Und da fette kommt noch Babys. Eine Nabelschnur raus. Nein. Oh. Doch, guck hin. Ja, so ziemlich aktuell heute. Genau, Update ist gerade runtergeladen. Ich weiß nicht, Fernglas gibt's, hab ich gelesen. Ja, ich weiß zwar nicht, wie. Muss man bestimmt finden. Denke ich mal. Okay. Oh, noch ein Baby. Nein. Oh. Oh, da. Vor dir, hinter dir. Vor dir, hinter dir. Jetzt hinter dir, jetzt links von dir. Am Baumstammlager. Tot. Ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Okay. Ja. Und? Nach der nach dem Höhlenbesuch. Ja, dann bauen wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Ich will ein bisschen Entspannung. Ja, man kann jetzt die Bude verrammeln. Und man kann die Dreiecke an einem Haus am Giebel auch zubauen. Okay. Kann man jetzt. Also, es richtet sich jetzt alles an dem schrägen Ding aus. Das sieht jetzt auch alles gut aus. Also, die Dreiecke könnt ihr jetzt auch zubauen. Und das sieht gut aus. Habe ich hier drüben schon gemacht, an dem Dreieck. Noch ein Baby. Und man kann die Bude zurammeln. Ich gebe jetzt ein Tor für eine Palisadenwand. Ja, brauchen wir. Irgendwie. Ja, eine Palisade brauchen wir bestimmt irgendwann. Aber wo wollen wir hier eine Palisade? Warum so viele Baumstämme? Und wir müssen mal gucken, ja, was wir mit diesem, was wir gefunden haben, so ein komisches Gewehr da, was wir damit machen können. Schießen? Schießen? Vielleicht? Hier liegt ein Stamm und ich kann nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Hm. Ja, was machen wir mit der Terrasse jetzt? Na, einfach zupflastern. Warum? Achso, warum machst du denn das so? Da geht nicht anders. Jetzt machen wir erstmal so diese langen Streben drin. So, ja. Ja. Okay. Ja, ihr seid noch ziemlich tief, deswegen macht er das hier ein bisschen. Erhöht er das hier alles ein bisschen. Moment. Warum ich den Stamm hier nicht nehmen kann, weiß ich auch nicht. Hier macht er das ja wieder normal. Dann müsste Kelvin ja jetzt wieder ein bisschen Stämme holen, wa? Ja, aber wir müssen da mal ein bisschen was fällen. Okay. Kelvin holt gerade Fisch, weil wir müssen ein bisschen was auffüllen zum Trocknen. Sonst haben wir nichts mehr zum Ampfen. Okay, ich geh erstmal ein bisschen Bäume fällen. Ja, versuch doch mal die Seil. Vielleicht können wir mit der Seilrutsche was machen. Also, warte mal. Inventar.
Seilgewehr. Aber wie, wo wird das? Verstehe ich nicht. Wo fällst du denn? Mach hier. Kann er sammeln kommen. Bin bereit. Nein, der holt gerade noch Fisch. Hol Stämme und Behälter für. Okay. Aber die hier sind schon wieder nachgespawnt, wa? Nee, ich glaube, hier ist noch nicht ein Baum nachgespawnt. Aber man kann doch mit dem. Oh, der sieht ja krebrig aus. Fällt dem mal nicht? Ich krieg hier so ein. Mit dem Seilgewehr krieg hier so einen weißen Punkt. Okay. Am Baum. Warte mal. Hä? Doch nicht. Hast du da schon gegengehauen? Nein. Dann mach ich nochmal den hinteren. Ja, und du? Jetzt ist es rot. Ich verstehe nicht. Die Seilrutschen, Dings. Das ist bestimmt nur für Höhlen, wa? Oh, ich kann es ja an unser Haus machen. Oh, das ist rot. Warum ist es rot? Wie benutzt man das? Wahrscheinlich zu weit, ne? Die muss ich mal. Also. Hast du? Guck! Oh. Wo bist du? Wo bist du? Hier unten im Hause. Warte, ich komme. Komm mal hier im Haus. Ja? Guck mal hier. Am Stein. Oh! Wir rutschen? Ich glaube, wir rutschen nicht. Mal vielleicht von da oben. Oh, ich rutsche hoch! Was? Ich will auch hochrutschen. Geil. Wo ist das denn? Da. Pass auf, ich komme! Achtung! Nee, bleib mal da oben! Ich komme jetzt! Ja. Alter, nein! Okay. Aber. Also. Wenn ich jetzt hier in einem Baum fälle, ja? Okay. Pass mal auf. Ich fäll mal einen Baum. Ja. Kommst du wieder nach oben? Ja. Dann nehme ich hier mal zwei Baumstämme und gehe zur Seilrutsche und drücke E. Guck! Alter Vater! Warte, ich will O. Warte. Hier sind zwei. Hier. Wo? Hier. Dann kann Kelvin da unten nämlich sortieren und wir machen hier oben richtig Jalla. Siehst du? Dann ballern wir da unten einfach alles voll, dann müssen wir eigentlich direkt an unserem Spot klopfen, unten. Ja, ich weiß nicht. Wann wachsen denn die Scheißdinger eigentlich nach? Wir sind schon locker. Wie viel sind wir denn? 20 Tage? 10 oder so? Nee, wir waren schon 15. Nee, wir haben den ersten Winter hinter uns jetzt gerade. Weil dann könnte man das natürlich noch ein bisschen weiter weg machen mit dem Fällen und ist nicht direkt an seinem Spot und ballert die Dinger einfach runter und innen sind einfach da. Scheißegal. Bevor du den schleppst. Ja, Kelvin freut sich. Naja, unsere Lager sind ja fast voll, aber. Könnte einer hier so. Ja, ich geh mal runter. Dann könnte einer bauen und der andere macht hier einfach nur. Pass auf, ich mach die Terrasse. Warte, ich komm mit Balken. Tack, tack. Alter, ist ja Teamwork hoch 10. Ah, man könnte. Ich weiß nicht, wie weit man das wegmachen kann. Das ist ja schon ziemlich weit. Also, finde ich jetzt die Entfernung. Ja.
natürlich dann cool, ja. Was ist denn das? Weil die sollen doch reagieren auf die Geräusche irgendwie. Die muss da irgendwo Aloe Vera wachsen. Aloe. Und du kannst ja mal einen Riegel anbauen. Mit einem Stöckchen. Dass die kannibalistischen Mitspieler. Ja, dass die kannibalistischen Mitspieler nicht immer in unser Haus eindringen. Ja. Also schreibt bei den Patch Notes. Also es gab noch viel, viel mehr irgendwie. Also da sind ganz viele Fixes und kleine Neuerungen irgendwie, dass man, wenn man Questgegenstände findet, die jetzt zoomen kann. Ja, alles so eine Kleinigkeiten. Aber das Wichtigste. Kappen, hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen. Habe ich gemacht. Okay, jetzt kann man das verschließen. Hm? Man kann nicht. Ist schon verschlossen bei mir. Von außen. So. Kann man nicht von innen machen? So. Ja, dann müsste man ja hier jetzt wieder Treppe. Welche anbauen. Treppe. So, der kommt weg. Ja. Schmeißen wir erstmal weg. Aber wir haben schon ein bisschen was an Baumstämmen hier. Ja. Also, und wenn wir jetzt schnell wegräumen, kann Kelvin noch wieder nachlegen. Stimmt. Das hat keine Anzeige mehr. Das kann ganz einfach im Schrottschmesser erstmal drüben. Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen was für Bausystem getan, ist ein bisschen was für diese irgendwie Fernglas. Ich weiß nicht, ob man das finden muss, wahrscheinlich. Für so Kleinigkeiten, die Quest-Sachen sind ein bisschen besser mit Zoom jetzt und so. Und ich glaube, das ist sehr angenehm. Und irgendwie soll es einen Gleiter geben. Einen Hängegleiter. Ja, aber muss man den finden oder bauen? Ja. Ich gucke mal nach. Also. Mach, ich baue weiter. Hängegleiter, keine Ahnung. Das könnte ja wahrscheinlich nicht auf der Seite sein, sondern auf der Bauseite. Kommt da an die Sau. Eigentlich ist das schon ganz cool, dass wir den gefunden haben. Andersrum hätte ich schon gerne irgendwas zum Buddeln gehabt. Wo ist denn die scheiß Schaufel? Ich weiß es auch nicht. Wir werden noch einige Höhlen angucken müssen, um das rauszufinden. Hier sind ja noch viele Höhlen, wenn ich so auf der Map gucke. Oh, scheiße, ich war falsch rum. Ja, gemerkt. Ja. So viel kann Kevin ja nicht einbauen. Einsortieren. Doch, ist leer. Ja, da wird ja so ein Palisadenbau richtig einfach. Ich habe ja schon die linke Seite von der Terrasse fertig. Der wird kotzen da unten, der Kleine. Der hasst uns bestimmt. Nein. Den da oben und pfeifen das hier die Seilbahn runter. Ja, und er muss nur die Bretter in der Hand nehmen und die in ein Regal werfen. Ist ja nicht. Okay. Kevin weiß noch, was er machen muss. Und wir haben ja auch noch ein paar Balken hier zu liegen. Das ist nicht so, dass nichts mehr da ist. Soll ich noch ein bisschen hacken und ein bisschen Seilbahn nutzen? Oh, die liegen ja auch noch. Könnten wir uns ja eigentlich auch holen. Hier liegt auch noch was rum. Wo ist denn die Seilbahn mal? Oh nein, jetzt fahre ich die wieder hoch. Warum nur? Und immer noch, wenn du hinguckst. Ja. Wenn du nach unten guckst, dann fahren die nach unten. Wenn du nach oben guckst, fahren die nach... Ja, ist ja klar. Alleine Ditte macht das schon spaßig irgendwie. Das finde ich geil.
Ja. Also zumindest macht es ja erstmal einfacher, die Bäume irgendwie in dein Lager zu kommen. Dann brauchst du nicht latschen. Nee, du musst den andersrum fällen, in die Richtung, wo ich gucke. Nee. Doch, sonst fällt er. Sonst musst du alle Taline sammeln. Ja. Macht der schon Miete. Wo ist die Bahn? Hä? Ach, hier. Hui. So schnell kommt er ja nicht hinterher mit dem Einsortieren. Dann müssen wir uns mal überlegen, wo wir die Palisade hinbauen. Also wir brauchen ja auch ein bisschen Platz. Ja, aber vielleicht nicht mal eine Palisade, sondern wie so... Wie denn? Na, also ich habe immer so ein bisschen Angst bei Palisade, dass man denn so viel nicht sieht. Weißt du? Naja, deswegen bauen wir sie ja weiter. Oh, fuck. Oh ja, siehst du, so geht's auch. Ja. Wenn man mit der Arbeit fertig ist. Dann rutscht man runter. Oh. Schön. Das ist cool. Das mag ich schon. Ja, ich auch. Alter. Und da liegen jetzt die noch Stämme erstmal rum. Oder? Ja, aber reicht das? Nee, das reicht nicht. Also, aber erstmal. Und jetzt soll immer Bäume nachwachsen. Ja, das ist komisch. Nein! Oh, fuck. Was ist doch gut. Immer quer rüber. Immer längst. Das ist nicht so krass eigentlich. Also wenn du die Stämmchen hast, was krepelt sie denn da rum? Naja, also Terrasse ist schon mal klar. Dann müssen wir uns gucken, wie wir die Lagerplätze auf die Terrasse bekommen. Dass das alles so schön ordentlich sortiert und... Oh nein! Nein, nein! Oh, die sind Kumpels. Da der Rote, komm. Nö. Töten mich nicht die Mutanten. Tötet mich von Walker. Okay, nein, ich hab den. Den hier. Sind noch zwei hinterm Haus. Mhm. Mit dem kannst du nicht anstellen, mit dem Boot. Nein. Na, was fummelst du denn in dem rum? Ein bisschen kraulen. Da. Goldmaske. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, fuck. Hier kommen viele. Ja, gib mir eine Pfeile. Die Tür war nicht verriegelt. Jetzt latschen die wieder alle rin. Oh, ich bin am Arsch. Ja, warte, ich komm gleich. Ich hab hier Goldmaske. Ich auch. Wo bist du? Im Haus. Oh. Mann, du hast gesagt, du bist im Arsch. Im Haus? Nee, im Arsch. Ich bin gleich im Arsch, weil der Rote gerade drin kam. Mhm. Okay. Guck mal, ob hier ein bisschen
es nur zu reparieren ist. Sind sie jetzt alle weg? Ja. Mach jetzt mal unsere Tür zu, wenn wir da nicht rein müssen. Okay. Wir haben so ein bisschen was abgerissen. In? Außen. Diesen Verschlag hier. Okay. War es nicht weiter schlimm. Hier, Achtung! Ja, die Gebäude können auch nicht wirklich viel ab, wa? Ein bisschen ADHS zurück. Ja. Jetzt läuft er ab. Jetzt krabbelt er in seinen Tod. Armet Wauzi. Klatsch. Kaputt. Kann ich den Trockenständer hier schon abbauen, ne? Ja. Den stellen wir uns in den Verschlag, oder? Achso, ich wollte noch mal ein bisschen Tiere holen. Wozu ein Tiere? Na, wegen Essen. Aber Seil scheint die komische Seilrutsche nicht zu verbrauchen. Nee. Weil Seil habe ich noch in der Tasche. Richtig krass. Oh. Nee. Das war ein Fischi. Da. War der schon verbrannt? Ich weiß es ja nicht. Bis jetzt mumpft er noch schön. Ja, das tut. Da siehst du, ich schließe die Tür mal wieder ab. Schön, schön. Doch, das wird langsam eine Palisade, ein paar Fallen, einen schönen Eingang, dann vielleicht noch ein paar Wachtürme hingestellt, so, wo man immer rufschleichen kann. Aber nutzt man den? Alter, nee. Okay. Ja, sieht schon geil aus. Oh, oh, oh. Und dann machen wir vielleicht noch ein Zäunchen rum und so einen Aufgang hier. Ja. Ja. Jetzt bloß noch nicht wo. Aber doch, das ist angenehm. Vielleicht können wir so eine Hängebrücke. Warum sollen wir darüber eine Hängebrücke bauen? Also. Weil wir was können? Ja, weil wir was können schon, ja, aber. Meinte ich, macht das keinen Sinn. Da liegen viele Balken. Oh, da ja, kommt aber ich will nicht mehr. Ich muss mir mal. Hab ich. Ich hab keine Pfeile mehr. Ne? Ja, bau doch. Hoffentlich hier noch Äste. Also ich muss mir mal Stöckchen aus unserem Lager holen. Ich kann dir welche holen. Kann ich mir mal den holen aus dem Lager. Zweimal Pfeile konnte ich mir bauen. Oh. Richtung. Unser Vogelhaus? Ah, unser Vogelhaus ist noch da. Okay. Da steht er. Der Kumpel. Zwei. Einer auf dem Stein. Ach, wir müssen andere Pfeilen bauen. Ey. Nächste Folge. Schießen aufs Bein. I, der hat Mutantenrüstung, siehst du? Ja, die Olle klaut dann schon wieder was, guck mal. Hey. Oder der Typ hinter dir. Nein. Doch, guck. Die klaut einfach einen Balken. So eine. Bitch. Ja. Wie nein? Geh mal unter der Treppe gucken. Wer da rennt. Schon seit Ewigkeiten. Ach da. Oh. Hm. Was für ein Depp. Wir müssen ihn töten. Wir haben Kevin getötet. Kenny Kevin. Viel mehr kriegt er. Nee, er hat noch nicht einen Laut von sich gegeben. Nee. Lass einfach da stehen, bis er verrottet. Er verrottet nicht.
Irgendwann braucht er was zu essen und verrottet. Warte, pass auf. Folge mir. Hab ich schon. Pass auf jetzt. Und Kevin. Sieht die Yoshi ohne dahin. Oh je. Yeah. Das einfach beim nächsten Mal laden, ist ja bestimmt wieder da. Hoffentlich. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Und wir sind auch fertig. Guck, guck, ja, guck. Ja. Guck, guck. Sieht geil aus. So eine kleine Buchte und so eine riesen Terrasse. Ja, und dann. Da ist er! Ach, Alter! Ach, komm, Kevin, jetzt gehen wir schindern. Gut. Hol Stämme und Behälter füllen. Yalla, yalla. Ja, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.